miteinander. Grüezi viel Spass. Willkommen. Bis Montag. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des ZBRG-Vorstands hier bei uns im Swisscom Tower begrüßen. Ich freue mich außerordentlich und an dieser Stelle switche ich auf Hochdeutsch Gerd Rüdiger begrüßen zu dürfen. Viel Stoff für Smalltalk, würde ich sagen. Man braucht eigentlich nur aus dem Fenster schauen. Man könnte es aber auch schweigend genießen. Und da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt, der in so verschiedenen Definitionen zum Smalltalk steht. Es geht im Grunde nur darum, das peinliche Schweigen zu überbrücken oder zu vermeiden. Oder wenn Sie es mit dem Oxford Dictionary übersetzt haben wollen, unverbindliche soziale Konversation oder auch schlichtweg das Geschwätz. Wir wollen heute nicht geschwätzig sein, wir nehmen das Geschwätz ernst. Deswegen haben wir es sozusagen auf ein Podium gehoben. Wie schaffe ich es, ein Gespräch zu eröffnen? Wenn wir zwei so aufeinander zugehen und ich lächle, ist das schon mal so ein Türöffner. Wenn Gäste ankommen, dann bin ich ja der, der zuerst auch die Frage stellt. Hatten Sie eine gute Anreise oder wie schön, dass Sie da sind? Es entsteht schon bei der Anfrage, wie die Haare geschnitten werden sein sollen. Also es ist, das Gespräch startet eigentlich schon beim Reinkommen und beim Platznehmen auf dem Stuhl. Also es ist für mich einfach der Smalltalk, der dann entsteht, eigentlich wirklich das Oberflächliche, das man dann auch vertiefen kann. Aber das ist immer individuell und man kann es nicht verallgemeinern. Also es gibt Leute, die kommen und sie sagen ein Wort, gleich wie das letzte Mal und that's it. Und dann sagen sie nichts mehr. Und da gibt es Leute, die erzählen dir die ganze Lebensgeschichte. Man blickt durch, was für ein Auto, was für Gepäck, wer ist dabei, ist ein Hund dabei, bis zu, wie ist er angezogen, was für Labels. Ja, das hilft alles, dass ich eben entsprechend in das Gespräch einsteige. Also wenn Sie jetzt auch Katzen hätten, dann hätten Sie mich eigentlich schon geöffnet, dann würden wir... Mhm. Irgendwie katzenmäßig über Technologie reden und ich würde Ihnen wahrscheinlich viel mehr von mir preisgeben, als mir lieb ist. Obwohl ich immer denke, ich smalltalke nur geschäftlich. Ich war auf Xing und diversen Plattformen und habe mich auch über Sie alle informiert, weil mich Ihr Leben eben interessiert und ich erfahre spannende Dinge. Und so das Interesse zu zeigen, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Man kann sehr vieles wissen, was der Gast gar nicht glaubt, dass man es weiß. Das ist so. Ja. Ich weiß von Ronny Kaufmann, dass Motorrad fährt. Und das weiß ich dank Facebook. Ich weiß von Stefan Meyerhans nicht nur durch Facebook, dass er Vater wurde. Ja, voilà. Da hat man einen Anknüpfungspunkt. Aber ich würde schätzen, über 90% dessen, was man vermittelt und beim anderen ankommt, ist nonverbal. Also es ist nicht das, was man sagt, es ist das, wie man blickt, es ist das, wie man sich bewegt, wie man gestikuliert. Wenn wir über Emotionen sprechen und Sie sagen, ich fasse dir ja die Leute an, da merken Sie ja tatsächlich sofort, wie jemand reagiert. Also, kleines Beispiel, wenn wir eine Massage machen, sei es nur schon beim Haarwaschen, dann merkt man ja, dass der Nacken kühler wird und man sieht ja die Gänsehaut aufstehen. Mhm. Also ist das schon etwas, das man auch durch die Berührung feststellt, ja. ob sie das gerne hat oder ob sie sich dagegen sträubt. Weil man merkt wirklich, dass die Haut kühler wird und man sieht ja die Gänsehaut, wenn es einem gefällt bei der Massage. Das ist schon etwas, das man auch körperlich spürt. Wie, mit welchem Händedruck begrüße ich jemanden? Fasse ich ihm auf die Schulter beim Hallo sagen? Das sind ja auch diese kleinen Dinge. Ich fasse doch nicht eine Dame von Welt mit einem Händedruck eines eidgenössischen Schwingmeisters an. Also es ist schon auch die Frage, wie man mit der Körperlichkeit umgeht. Ich glaube auch im Smalltalk. Absolut. Wie nah darf ich Ihnen kommen? Später, jetzt nicht. Wenn man jetzt merkt, dass es irgendwie verklemmt oder da kommt wirklich kein Wort raus, kann man mit einem Witz oder weiß ich was das Eis brechen. Zu den Regeln dauerhaft Witze erzählen kommt nicht gut an. Ich finde auch, dass man lächelnd streiten kann.
Also wenn ich gerade an den Preisüberwacher denke, wenn man sich da nicht streiten könnte, in einer schönen Form, die zu Ergebnissen führt, dann glaube ich, wären wir in einer völlig falschen Situation. Deshalb würde ich die These unterstützen, die goldene Regel sind für die da, die das Geschäft des Smalltalks nicht verstehen. Was macht man in so einer Situation, wenn ich das nicht will? Also, wenn ich nachher da irgendwo an so einem Tisch stehe, was mache ich dann? Starre ich in mein Glas, wenn ich kein Interesse habe? Gähne ich dann? Wenn Sie wirklich sich verabschieden wollen, definitiv für den ganzen Abend, dann können Sie schon sagen, ich sehe da jemanden, den ich begrüßen möchte. Herzlichen Dank und schönen Abend noch. Die Person, die spricht immer noch. Also ich gehe auf die Toilette. Nee, es gibt einen guten Tipp, so, wenn jemand dauernd spricht, können Sie mal dauernd sprechen? Bitte zu. Einfach so mal mir was erzählen. Sie überfordern mich. Ich erzähle Ihnen über die Aufgaben des Preisüberwachers. Gut, geniale, okay. Hochspannung. Also gut. Für faire Preise und transparente Preispolitik. Die Post hat zum Beispiel dieses Jahr ihren Preis in 200 Millionen gesenkt. Das kommt uns allen Konsumentinnen und Konsumenten sehr zugute, weil man ja weiß, dass die Post schon seit Jahren... Stefan? Okay, dann nennen Sie einfach den Namen. Sie haben gesehen. Das mache ich auch einmal. Also, es funktioniert hundertprozentig. Und wenn Sie jetzt einfach ein bisschen das Gespräch... Monika? Ja, okay. Wir bräuchten nicht darüber reden, wenn es dafür tatsächlich jetzt so feste Regeln gäbe, dass ich sage, wenn ich hier heute hinkomme... Ja, dann weiß ich, treffe ich mindestens 3 Leute, mit denen kann ich Verträge machen, mit 3 kann ich mich zum Fußball verabreden und dann ist da auch noch jemand, der hat auch noch das Interesse, mit mir in irgendeiner Bar einen Whisky zu trinken. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen vergnüglichen Abend und hoffe, Sie haben viel Stoff, miteinander zu reden, Smalltalk zu betreiben und vielleicht in Ihrem Sinne wird der eine oder andere danach eine Verabredung haben. Lange Zeit die Abneigung gegen Smalltalk. Es ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Man kann das lernen. Und mir hat es einfach gezeigt, dass man sehr spontan, sehr unvoreingenommen doch soll auf das Vis-à-vis zugehen soll. Es geht ja um die menschliche Ebene vorwiegend. Smalltalk ist ja ein Instrument. Wie nahe lässt mich der andere kommen, wie nahe lasse ich ihn kommen? Und das war Smalltalk pur. Okay. Ja, die eine oder andere Geschichte, das eine oder andere Erlebnis, das viel mehr aussagt, als wenn wir jetzt theoretisch darüber reden, was das psychologisch und soziologisch bedeutet. Ich rede generell gern mit den Leuten und mir fällt es eigentlich nicht schwer, mit den Leuten zu smalltalken oder auch halt ein bisschen intimer zu werden, gell? Genau. Also eine Regel ist, glaube ich, mit vollem Mund sollte man nicht smalltalken. Deshalb frage ich jetzt dich, Grazia, hast du was gelernt heute? Natürlich, dass wenn man ein Gespräch beenden will, einfach den Namen ruft. Holger!